So, hallo YouTube. Ja, ein neuer Tag, ein neues Unboxing. Die Post kommt bei uns auch am Samstag, wie wahrscheinlich überall anders auch. Und es ging sehr schnell diesmal. Also maximal einen Tag hat es gedauert, bis es da war. Das ist ein Tauschgeschäft, das ich auf Instagram gemacht habe. Ich habe ein hochwertiges Messer von mir abgegeben und habe dafür ein anderes hochwertiges bekommen. Und zwar mein erstes TKF, mein erstes Custom Knife Factory Messer. Ja, die viele von TKF gefallen mir gar nicht so gut, aber das hier ist irgendwie schon ein besonderes Modell, also nicht ganz so Hightech wie die anderen von der Firma, bisschen klassischer gehalten. Also ist kein Slip Joint, aber es hat zum Beispiel, es ist, hat kein Einhandmesser. Auch wenn mir das sonst gar nicht so wichtig ist, ist es immer mal eine willkommene Abwechslung. Ja. Schon die typische Bouch, von denen habe ich jetzt mittlerweile schon einige, bloß eben nicht von TKF, aber so Bouches sind bei den guten Messern eigentlich immer dabei. So, und da haben wir schon. Kennen bestimmt viele schon. Der Stefan 123321 hat es vor kurzem vorgestellt hier auf YouTube. Das Vecsha. Sehr schöner Klingengang. Doppelter Nagelhau zum Öffnen. Ich merke gerade, da vorne kann man es fast noch besser anpacken beim Öffnen. Ja, ist jetzt wieder nur so ein Unboxing. Da gibt es von mir noch keinen großartigen Ersteindruck. Aber so ist es ein ordentliches Messer. Ich merke gerade, man hat hier beim Zupacken schon einen Hotspot. Aber naja, gut, damit kann man leben, weil den hat man oft, wenn man dann einen Clip hat. Einen Clip habe ich meistens. Geht notfalls auch mit einer Hand auf, aber ich vermute mal, dass es schon als Zweihandmesser durchgeht. Kurzer Größenvergleich können wir natürlich auch gleich noch machen. Wie man sieht hier, ja, vielleicht einen knappen Zentimeter ist das Vecsha länger als das Baladin. Ja, also beides eher größere Klappmesser. Okay. Mache ich bestimmt nochmal ein separates Video drüber. Ansonsten dann schon mal danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.